Ja, und willkommen zurück in der Druidenhöhle. Und wir haben uns jetzt die Katzentränke gemacht. Das heißt, wir werden uns jetzt mal Richtung Mine aufmachen. Noch nicht ganz. Gehen jetzt sozusagen den Weg wieder ein Stückchen zurück. Den wir gekommen sind, den nach. In diese Flüchtlingshöhle erstmal. Die Richtung, oder? Nee. Richtung. Ja, ich habe für euch jetzt keine Zeit. Geht weg. Und da vorne ist sie auch schon. Ja, ein Blattsäuger. Na gut, hilft nichts. Es sind einfach zu viele von den Viechern. Überlebt. So, und jetzt hier. Da hatten wir zwar keinen Stein des Wanderers gesehen, aber wer weiß. Wir tun uns mal einverleiben. Ein ob hier nicht doch so ein Stein rumsteht. Anscheinend gibt es ja mehrere Eingänge. Dort ist keiner. Ja, war auch keine. Nee, in dieser Höhle scheint es keinen zu geben. Na gut, dann gehen wir zur nächsten Höhle. Da gab es auch noch so einen Stein des Wanderers. Es war schon. Was waren wir noch gar nicht? Das wäre hier. Wäre die Mine. Ich würde es trotzdem gerne mal da unten probieren. Dann. Ah, gehst du weg. Ich weiß nicht, ob dieser Stein uns auch dahin teleportieren wird oder ob er uns überhaupt teleportiert, aber neugierig bin ich schon. Da ist auch nicht den Weg. Ja. Ich glaube, das da war es, ne? Ja, dann kommt mal alle her, ja. Ah, noch mehr Blattzeuger. Eisblätter. Mit. Und dann gehen wir in diese Höhle. Schau mal, wo wir hinkommen. Wenn wir den Stein des Wanderers benutzen. Ah, wo war der eigentlich? Vielleicht da, hier, genau. So, wie war's? Zweimal Igni. Wir haben aber noch Mineralwasser. Hier war irgendwie zweimal irgendwie. Und einmal Art. Und jetzt. Nö. Dann
hat ja eine andere Kombination. Okay, macht aber nichts. Dann gehen wir doch erst zu den alten Minen. Eine kleine Besichtigungstour nochmal. Ja, Sümpfe. Einfach in die Richtung weitergehen. Keine Zeit im Spiel. Müssen wir da rechts. Dort war es. Ach, ihr seid aber auch anhänglich. Na, darf ich jetzt? Jetzt. So, hier hat die Kombination aber funktioniert. Ah, aber hier war noch der Kiste. Macht aber nichts. So. Keine Probleme. Ja. Und ein Streich. So, hier war der Stein. Also zweimal Igni. Einmal Arit. Moment. Haben wir noch. Für die Ausdauer. Und jetzt. Und schon sind wir in der Mine. So, und wir sehen auch was. Das ist doch schön. So. Das ist wahrscheinlich etwas umfangreicher zu sein, diese Höhlen. Oh, die geben sogar 740 Erfahrungspunkte. Na, das ist doch mal... Sollten wir noch schwarz Blutchen sehen, aber wir müssen es vergessen. Da. Achso, wir haben keinen Platz mehr. Proxelblut. Was ist da drin? Vitriol und Rubedo. Triol. Gucken, haben wir denn davon genug? Von wie? Ah, doch, da. Wohlblutfallen. Der Nikredo. Ich glaube, das lassen wir einfach liegen. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Aha, da ist eine Gruft. Sieht doch alles recht neu aus. Schon wieder Vampire hier. Ja, hier scheint nichts zu sein. Gehen wir doch in das nächste Kämmerlein.
Ah, ein Zimmertauer. Vielleicht sollten wir wieder nachschleifen. Warte mal, was ist dieses? Da. Achso, da. Kein Platz mehr für. Ist aber auch nichts drin. Also gehen wir weiter. Zwergentruhe. Ah, der Zweifunktionsfaser- und Legierungsrezirkulator. Schau an. Und Zwergenbrand. Sehr schön. Aber bist du denn? Und ab den Schädel. Ansonsten ist nix. Und das war es hier auch schon. Interessant. Okay. Aber wir haben zumindest diesen komischen Dingsbums gefunden. Also wieder raus. So, zweimal Igni. Kein Mineralwasser mehr. Und auch sonst nichts, was die Ausdauer. Machen wir so. Gleich so weit da oben, wenn der Ausdauerbalken wieder oben ist. Okay, dann zur Mine, würde ich sagen. Ah, da wäre auch ein Kick im Wort verfolgt, ich höre es doch. Ne, warte, das war ja die Mine. Moment, das war ja die Mine. Moment. Ja, das haben wir. Samt und Gold. Schön, Moment, jetzt müssen wir mal gucken, was müssen wir denn. Rüstung. Was können wir verfolgen? Ja, hier, Ort. Achso, wir sind gerade. Warte, zum Gleichball. Doch noch irgendwas. Moment. Ach, Rabes Gruft. Ja, stimmt, die hatten wir auch noch. Die haben wir ganz vergessen jetzt gerade. Dann gehen wir mal zu Rabes Gruft. Wenn wir schon dabei sind. Den nehmen wir mit. Also gleich, wenn wir wieder hier die verspielten kleinen Ertrunkenen weg haben. So. Ich möchte das Ritual der Magie durchführen. Und weiter geht's. Doch mal zur Rabes Gruft. Das müsste da sein. Okay. Das ist. Ne, das war die Flüchtlingsgruft. Wir müssen bei der. Da lang. Hier. Das da müsste Rabes Gruft sein. Ah, ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Gucken wir doch mal. Ein Schatzsucher.
Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Nee. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen. Und dann sind Steine herabgestürzt. Und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Ja, schauen wir uns mal die Karte an. Links, rechts, da oben. Gehen wir jetzt nach rechts, oder? Ach ja, scheiße. Ach. Ach je. Gut, das ist okay. Danke. Genau, das ist das, ja. Verschwinde schon, du Erschleife. Okay, jetzt haben wir oben Erscheinung hier. Schwer, was haben wir noch? Okay. Geister übrig, ja, das da. Ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. So. Todesstange. Stück. Staub. Egal. Geht's irgendwie durch? Ja, eine Erscheinung. Hey, lass das. So, es gibt zwischen den Kiemen. Ah, da ist noch eine Truhe. Perle. Gehen wir doch mal hier lang. Ach, das ist wieder was Normales. Und ab der Schule. So. Und gleich das nächste zwischengeben. Ja, man soll ja immer bei Kräften bleiben. Da haben wir Truhe, das Geld, ein bisschen Käse. Hätten wir jetzt nicht bekommen. Ja, komm her. So, auch noch. Gut. So, alles mitnehmen, mitnehmen können. Sarkophag. Da, noch ein Teil einer Rüstung.
Was für ein Schwert? Meteoritenschwert, das war nur klein. Das, oben schon wieder. Okay. Dann gehen wir doch mal zurück und in die andere Richtung. Sag mal. Die sind ganz schön häufig hier. Ist okay. Überreste. Können wir liegen lassen. Gehen wir doch mal in die andere Richtung. Und Kopf ab. Lasergeist. Snake. Oh. Schneller was zwischen die Kiemen hauen hier. So. Mit den Tränken sparsam sein. So. Rechts. Nach links, das wäre Rabes Grab. Da jetzt noch weg haben. Jetzt mal nach dieser Richtung. Ah, schon wieder einer. Ach du heiliger Pimpam. Moment, da müssen wir doch mal Schwalbe einwerfen. Dankeschön. Dann nehmen wir jetzt also. So. So. So, ich da noch was drin. Oh, Mineralwasser. Der Rest ist erstmal eine Gruft. Wir gehen todesmutig weiter. Ja, okay. Da ist noch. Mit mehr Käse. Okay, dann war hier hinten nicht allzu viel zu holen. Gehen wir zurück zur Kreuzung.
Die Richtung ist Rabes Grab. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen erstmal. Oh, ein Zuckerpüppchen. Ja. Dann nehmen wir noch den mit. Das sieht schon gut aus. Na, das ist ja mal. Die jetzt auf. Jetzt. Nehmen wir jetzt wieder einzeln raus. Also, ach, verdammt. Schon wieder. Wieder. Oh, ein Stubenaufstieg. Sehr schön. Aber dann würde ich sagen, Richtung Rabes Grab. Oh, noch kurz. Snack. Lisk. Und Kopf ab. So ist das doch schön. Hier soll Rabes Grab sein. Oh, stehen wir schon drauf. Ach hier. Genau, noch ein Teil der Rüstung und Buch des Donners haben wir auch schon. Könnte man was wegschmeißen. Okay. Ach, die alte Spaß, die brauchen keine. So. Was ist noch das Grab des Elfenminnesängers? Der Kreis, ja. Ist alles. Das, genau, die Aufzeichnung eines Elfenminnesängers. Aber. Mal gucken, wo wir den dann finden. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Keine Zeit. Früher kommen müssen. Des Elfenminnesängers. Da bin ich mal gespannt. Wir haben das doch, genau, wir haben es auf der Karte verfolgt. Das soll. Ach, das ist dann in der Gruft der Strieger. Okay. Ja, dann. Gehen wir doch mal in die Richtung. Sind wir überhaupt da? Also in diese Richtung. Ach, genau. Ich. Da hinten. Na, da hinten war noch drauf. Ein Stufenaufstieg haben wir auch. Und wenn ich mich irre, hatte ich doch hier vorne irgendwo ein Lagerfeuer gesehen. Ich muss der Holztruhe an.
bisschen Geld. Müll. Und hier ist das Lagerfeuer. Wusste ich's doch. 2 Bronzetalente. Hier geht's noch weiter. Puppenstahl. So, das waren die Bronzetalente. Starkes Silber. Und schnelles Silber. Hier. Puppensilber ist ganz schlicht. Mal mit. Und wir haben immer noch 2 Öltalente. Was geben? Müssen wir die jetzt aufheben? Nix mehr da. Doch, da oben. Gewandtheit. Aha. Da ist einer. Ja, dann müssen wir ein Goldtalent aufheben. So, was haben wir hier? Das 3 Spalten müssten reichen. Meditieren 1 Stunde. Irgendwie von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ne? Dann und dann werden wir mal gucken in der Striegenresidenz, wie das dann da aussieht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.